Ja, jetzt fahren wir wieder zum Autokino und mal sehen, was uns hier erwarten wird. Werden wir jetzt wohl Mr. Springs hier töten? Mr. Springs, Mr. Scrap, Scratch oder nicht? It did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Die Schlüssel für das Generatorgebäude holen. Alles klar, dann machen wir das. Wir müssen also wieder fast dasselbe machen wie vorher. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. You again? I'm really just here to get the key so I can get the power back on. You wanna hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. Little wifey. Waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Sie sollten sich besser setzen. Sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Ah ja, das wollen wir mal nicht weiter ausschmücken. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh yeah, oh yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next. So there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Or perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Ah ja, das klang ja sehr, sehr stark nach Mr. Scratch, hä? Interessant, okay. Dann lassen wir die hier mal alleine hocken. Wenn die sich selbst mit einer. Wenn sie sich selbst hier befummeln will. Von mir wird sie nicht befummelt. Das perverse Sau. Jo, raste halt aus mit so einem fetten Sack da, ey. Was willst du denn, du kleiner Penner, hä? So, den Strom wieder einschalten. Ich habe ja jetzt die Schlüssel, ich weiß den Zugangscode. Dann mal los. Dann wollen wir doch mal sehen. Mal sehen, was das Böse so auf uns hetzt. Oh, shit. Fliegende Autos. Okay. Oh nein, nicht diese komischen Scheißwesen wieder hier. Ja, was willst du denn, du kleiner Penner, hä? Du kannst ja hier mal gar nichts. So, der ist tot. Und es lebt noch einer davon. Hier ist einmal Leben und einmal, noch Munition. Schnell, wir müssen schnell hier den Strom wieder einschalten. Laufen wir mal so schnell wie möglich hin. Damit wir
Mr. Stretch endlich aufhalten können. Nee, ich lauf lieber mal nicht weiter. Ich weiß nicht, was so sonst auf mich erwarten würde, du. So. Na komm her. So, alle besiegt. Mach alles zu hier. Zack, zack, zack. Und weiter. Lauf, Alan, lauf. Wir müssen den Strom wieder einschalten. So, schnell Munition noch holen hier. Aufschließen. Ist es jetzt hier schon zu? Nein, hier ist es noch nicht zu, okay. Dann rennen wir schnell durch. Damit wir das auch erledigen. Sehr gut gemacht. Keinerlei Trigger ausgelöst oder so, keine Ahnung, ob es das hier gibt. Einfach direkt durchrennen. Nochmal Munition holen. Zack, zack. Da haben wir eine Pumpgun. Hier haben wir nochmal eine Blendgranate, aber wir sind voll. Lesen wir nochmal die Seite. Serena Valdivia. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Ja, das hat man gesehen, dass sie nicht alles im Griff hatte. Schalte den Strom an. So. Den Schalter noch umlegen. Und den Schalter umlegen. Nee, auch nicht. Dann den Schalter umlegen. Auch nicht. Menschenskinder hier. Mann. Und den auch noch umlegen? Hey, das kann ja nicht sein, ne? Nee, jetzt muss der Strom ja wieder an sein. Aber ist er nicht. Was müssen wir denn dann machen? What the hell is going on? Ah! Jetzt geht es. Och nee, jetzt kommen Spinnen. Okay. Au. Au. Yeah. Geschickt am Spinnenangriff vorbei. Das Projektorgebäude betreten. Ich möchte gerne mal hier ins Licht rennen. Damit ich mal geheilt werde hier. Zack, zack, zack. Geheilt. Einmal hier vorbeilassen. Einmal noch hier kurz warten. Und jetzt können wir durchrennen. Ja, yeah, sehr gut. Hier vorne ist die Tür offen. Und durchrennen. Dann müssen wir hier durch. Und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Und hier wieder raus. Und auf zum Autokino. Oh, Mr. Scratch. Ach so. Sicher. Oh, wir benutzen ja das erste Mal wieder so eine Dinge. Mal kurz anblenden hier, wenn ich am Nachladen bin. Lauf, Alan! Es geht um Leben und Tod, es geht um deine Frau, ob du Mr. Scratch tötest oder nicht. Da kannst du nicht einfach rumtrödeln, komm. Jetzt wird er nochmal all seine Reserven rausholen. Ja, das Video kennen wir doch schon.
Jetzt geht wahrscheinlich der Real Shit los. Natürlich ist es wieder ausgegangen. Wie beim letzten Mal auch. Die dunklen Brunnen zerstören. Dann wollen wir das doch mal machen, hä? Hör auf, mich zu verfolgen. Einmal kurz speichern. Dann wollen wir einmal hier die dunklen Brunnen zerstören. Hier ist jetzt einer. Da können wir eigentlich mal eine Blendgranate drauf werfen. Dann müssten die eigentlich tot sein, ne? Das haben wir sowieso noch fast nie getan. So, hallihallo! Werf hier mal eine Blendgranate hin. Sauber. Ah, jetzt hör auf! Komm, geh Schrott! Sehr gut. Raste halt aus. Nein, nein, nein! So, ordentlich vernichtet hier. Nochmal nachladen, die schöne Wumme. Dann gehen wir hoch und werfen einmal eine Wawumska hin. Haben wir den Brunnen auch vernichtet. Und weiter, auf zum letzten Brunnen. Komm, 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 komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lauf, 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 lauf. Und zack. Und alle Brunnen sind vernichtet. Habe ich das letzte Mal nicht so easy gemacht? Nun ja, egal. So, dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier erwartet. Erstmal nehme ich noch die Munition auf. Man weiß ja nie, ne? Nochmal alle Munition nachladen hier. Eine Leuchtpistole habe ich auch noch. Zugangscode wissen wir. The Champion of Light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. Ein Scheinwerfer ließ die Feuerlöscher rot aufleuchten. So, gut geschafft. Und nochmal. Und das Datum muss noch geändert werden. Jetzt müsste es funktionieren. Was? Natürlich reicht das. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Schon wieder dasselbe? Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the Champion of Light endures. Wir müssen noch einmal alles machen. Each time he gets a little closer. Each time, another detail falls into place. Now, the trap works against the Herald of Darkness. Den Canyon verlassen, okay.